Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 2. Ja, es ist schon wieder einen ganzen Tag her für mich persönlich. In der letzten Folge haben wir uns die Kutte besorgt. Und ich hoffe, dass wir einigermaßen gut aussehen wie einer von denen, die uns ja eigentlich gefangen halten. Ich muss mir nochmal kurz angucken, was ich eigentlich alles hier habe. Das letzte Mal war Nina noch hier gefesselt. Das heißt, wir müssten... Wo kommen wir denn jetzt aus, wenn wir jetzt hier durchgehen? Kommen wir hier aus. Ich hoffe inständig, dass wir jetzt nicht erkannt werden. Und er geht auch freiwillig hier jetzt komplett durch. Okay, das ist super. Da geht's in den Keller. Die Luke ist mit einem schweren Vorhängeschloss gesichert. Die bekomme ich nicht auf. Natürlich, natürlich. Weder die Wache vor der Tür noch die Wachen im Turm werden mich einfach so in Sheltons Kommandozentrale spazieren lassen. Oh, das ist die Kommandozentrale. Okay, dann... Was? Ich habe Bärchen gerade gelesen. Bärlauch? Achtung, jetzt kommt Bildung. Der Bärlauch heißt so, weil er einer der ersten Pflanzen ist, die den Bären nach dem Winterschlaf als Nahrung dienen. Wird auch wilder Knoblauch, Hexenzwiebel oder Knoblauchspinat genannt und zum Würzen verwendet. Bildung Ende. Ja, nimm mir doch mal einfach was mit. Kräuter kann man immer brauchen, auch wenn ich noch keinen blassen Schimmer habe, wozu. Ich auch nicht, Max, ich auch nicht. Aber das ist ein Point-and-Click. Ich meine, da kann man erstmal alles mitnehmen. Wir wissen ja, dass du alles schleppen kannst, was es nur gibt. Achso, die Bank, ja. Warum man die angucken kann, weiß ich nicht. Da hat jemand Zeichen ins Holz geritzt. Ist das eine Sprache? Keine Ahnung. Ich kann es jedenfalls nicht entziffern. Zeichen? Er kann es nicht entziffern. Können wir das vergrößern irgendwie? Mit der Kamera vielleicht? Auch wenn der Wärter nicht den hellsten Eindruck macht, die ein oder andere unangenehme Frage würde er mir vermutlich doch stellen. Ja, dann sagst du einfach, du bist hier so Tourist, ne? Du bist ein Touristenanhänger hier und bist gerade auf der Durchreise, ehrest dem Sektenanführer und naja gut, okay, dann verschieben wir das halt auf später. Wir müssen den Typen eh loswerden. Ah ja, wir müssen den auf jeden Fall loswerden. Der steht nämlich vor der Gefängnistür, das war's. Was ist mit der Tür hier? Dann komme ich ins Lager. Da läuft aber immer noch Fußball. Da läuft gerade irgendein uninteressantes Fußballspiel. Eine Mannschaft in Schwarz-Weiß spielt gegen eine Mannschaft in Weiß-Schwarz. Ton gibt es auch keinen. Was bei den meisten Fußballkommentatoren aber eher ein Vorteil sein dürfte. Muss ich Ihnen im Übrigen auch völlig zustimmen. Die Kommentatoren habe ich bei fast jedem Spiel gehasst. Also sei es Wrestling oder sonst was. Bei Wrestling ging es noch. Aber beim Fußball finde ich die absolut schrecklich. Ja, können wir den vielleicht ansprechen? Wenn ich nach dem Inbegriff des Handlangers, eines Oberbösewichts suchen würde, hätte ich ihn jetzt vermutlich gefunden. Mhm. Okay, er möchte, glaube ich, mit ihm sprechen. Wie rede ich denn mit dem? So, als ob ich einer von Puritas Cordis wäre? Und wie sprechen die? Er macht keinen besonders hellen Eindruck, also versuche ich es mal mit einem leicht prolligen Stil. Tach, wer bist du denn? Dich kenne ich gar nicht. Bist du neu hier? Tach. Naja, neu ist relativ. Aber dich kenne ich auch nicht. Bist du einer von denen? Von denen? Na, diese Sektentypen. Sektentypen? Du meinst Puritas Cordis? Gehörst du denn nicht dazu? Nee, ich bin nur als Wache angestellt. Du etwa nicht? Dann kannst du mir doch bestimmt ein bisschen was über Puritas irgendwas sagen, oder? Kann ich das? Wohl kaum. Nee, ich bin auch nur eine einfache Wache. Keine Ahnung, was genau die hier machen. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Wieso? Hast du ein Problem mit denen? Nee, die bezahlen immer pünktlich meinen Lohn. Aber ein bisschen unheimlich sind die mir schon. Okay. Patrouille, Gefängnis, Hundegrab. Fragen wir erstmal wegen dem Hundegrab. Was ist denn das für ein seltsames Grab da im Hinterhof? Meinst du das von der Töle? Ja. Angeblich hat wohl der Blitz in die Hundehütte eingeschlagen, als Shelton mal wieder einen seiner Wutanfälle bekommen hat. Er brüllte was von Gottes Strafe und so, nur weil eine der Wachen 5 Minuten verschlafen hat. Ja und? Naja, die Wache schien das wohl völlig kalt zu lassen. Da rastete Shelton dann völlig aus und drohte mit ewiger Verdammnis.
Plötzlich schlug direkt neben der Wache ein Blitz in die Hundehütte ein. Der Typ erlitt schwere Verbrennungen und der Hund wurde lebendig gegrillt. Oh. Tja, seitdem dienen die Überreste der abgefackelten Hütte nebst Hundegrab als so eine Art Mahnmal. Und es wirkt auch. Mit Schelten möchte ich mich nicht anlegen. Seltsame Geschichte. War das mit dem Blitz nur ein Zufall oder... Ja, hört sich nicht so wirklich nach einem Zufall an, aber... Ich meine, klar, man kann Blitze selber erzeugen. Frage ist, das Spiel ist ja schon was älter, wobei ich glaube, da konnte man auch Blitze schon selber erzeugen. Keine Ahnung, wann das angefangen hat. Aber ob die das hier auch so hingekriegt haben, ist natürlich fraglich, ne, in so einer Umgebung. Wen bewachst du da eigentlich? Keine Ahnung. Die hat der Boss höchstpersönlich hier angeschleppt. Der Boss? Na, Pat Shelton. Ach so, und wer das ist, weißt du nicht? Nee, ich habe zwar das dumpfe Gefühl, dass ich die Kleine von irgendwoher kenne, aber eigentlich kann das ja nicht sein. Kann ich mal kurz einen Blick auf die Gefangene werfen? Nee, der Boss hat gesagt, Sicherheitsstufe 1. Da darf keiner rein, außer ihm selbst und seinem Stellvertreter. Na los, komm schon, nur 5 Minuten. Sieht doch keiner. Nee, ich will meinen Job nicht schon wieder verlieren. Du sagtest, dass du deinen Job schon einmal verloren hast? Erinnere mich bloß nicht daran. Los, erzähl mal, wie kam das? Ich hatte den perfekten Job. Nicht so viel zu tun und während der Arbeit konnte ich mich um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens kümmern. Die da wären? Fußball und Käsesuppe. Fußball und Käsesuppe? Ja, gibt's was Wichtigeres im Leben? Vermutlich nicht. Siehst du, ansonsten musste ich nur ab und zu auf ein paar Patienten aufpassen. Und wieso hast du den Job verloren? Blöde Geschichte. Eine Patientin ist mir abgehauen. Und als rauskam, dass ich während meiner Arbeit Fußball geschaut und Käsesuppe gegessen habe, wurde ich gefeuert. So eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. War's auch. Aber seitdem habe ich mir geschworen, nie wieder während der Arbeit Fußball zu schauen. Aber Käsesuppe geht schon noch, oder? Nur in Notfällen. Okay, ja, dann würde ich sagen, schicken wir den armen Kerl doch mal auf Patrouille, damit er dann ganz zufällig leider keine Käsesuppe findet, aber vielleicht den Fernseher ganz anziehen findet, weil der müsste ja hier durchgehen. Ja, der müsste ja dann den gleichen Weg gehen, den wir ja auch gehen. Mal schauen. Solltest du nicht auch mal hinter dem Gefängnis nachschauen, ob da alles in Ordnung ist? Wer bist du? Mein Boss? Nein, aber wenn irgendwas passiert, weil du nicht aufgepasst hast, dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken. Hast ja recht. Ich mach mal meinen Rundgang. Ja, sehr schön. Dann können wir wohl jetzt auch ins Gefängnis. Ah, Moment, bevor ich das aber vergesse. Machen wir nochmal kurz, wenn das geht, ein Foto. Machen wir mal ein Foto von den eingeritzten Kritzeleien. Vielleicht bringt mich das ja weiter. Ich weiß ja nicht, wie groß das Foto ist. Kann er das jetzt schon so angucken? Ein Foto von der Bank und den seltsamen Zeichen, die da eingeritzt sind. Ja, aber er weiß nicht genau, was das jetzt für Zeichen sind. Oder muss Nina die vielleicht nachher entziffern? Oder es ist... Warum nehme ich hier eigentlich einen Gameboy mit? Ich weiß es nicht. Die Säcke, da haben wir, glaube ich, auch noch nichts mitgemacht. Bärlauch. Bärlauch und Käse vielleicht? Nö. Aber wäre bestimmt lecker gewesen. Egal, wir gehen jetzt mal rein. Die Wache ist hoffentlich noch ein Weilchen mit dem Fußballspiel beschäftigt. Ich werde die Zeit mal nutzen. Hi, Nina. Ich wollte dich befreien. Wie Goethe es schon so trefflich formulierte, der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich auch endlich Taten sehen. Na gut. Dann, oh, Alarmknopf, glaube ich, wäre nicht so gut. Ofen. Zahlenfeld. Ja, aber ich komme noch so raus, oder? Aber ich muss die Zellentür, muss ich irgendwie noch aufkriegen. Die macht einen extrem stabilen Eindruck. Warte mal. Das geht aber hier rüber. Ach, die kann ich mit dem... Ah! Ein Zahlenfeld zur Codeingabe. Okay, er sagt es leider nicht, aber ich glaube, die muss ich damit öffnen. Ich vermute mal, dass sich die Zellentür öffnet, wenn man den richtigen Code eingibt. Ja, vermute ich auch mal. Wo sind meine Notizen? Moment, wir hatten die 7 Zwerge, dann hatten wir irgendwas mit 11, dann
666, die Zahl des Teufels, 7 Todsünden. Und ich habe mir aufgeschrieben, 150 ist das, glaube ich. Und 150, oh Gott, ja, wie viele Ziffern sind denn das überhaupt? Moment, ich mach mal eben... 1, 1, 1, 1, 1, 1. Mal sehen, ob der Code stimmt. Also 6 Ziffern, okay. Der Code war offensichtlich falsch. Aber so kompliziert kann er eigentlich gar nicht sein. Der Wärter macht schließlich keinen besonders cleveren Eindruck. Oder hat er sich die Zahlenkombination irgendwo aufgeschrieben? Ja, pass auf. Also 6 Ziffern. Dann fangen wir erstmal... Hier ist dein Zahlenfeld. Ich vermute mal, dass sich die Zellentür öffnet, wenn man den richtigen Code eingibt. Ja, ja, wir können jetzt mehrere Codes probieren. Also wir können mit der Zahl des Teufels anfangen. 6, 6, 6. Und dann die 150. 5. Oder auch nicht. Okay, okay. Also die 150 fallen schon mal raus, weil ich keine 0 habe. Da mache ich schon mal einen Strich durch. 7 ist die höchste Zahl. Ja gut, die 11 könnten wir trotzdem machen. Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, ich mache jetzt mal einfach... Mal sehen, ob der Code stimmt. Ja, das stimmt jetzt natürlich nicht. Ich habe halt die 0 jetzt der nicht. Der Code war offensichtlich falsch. Aber so kompliziert kann er eigentlich gar nicht sein. Der Wärter macht schließlich keinen besonderen... Das muss kann ich hier abkürzen. Hier ist dein Zahlenfeld. Ich vermute mal, dass sich die Zellentür öffnet, wenn man den richtigen Code eingibt. Also. Wir hatten... 7... Also wir hatten, glaube ich, die Reihenfolge. 7 Zwerge. 11 Freunde waren das, glaube ich. Das erinnert mich hier an Kickers waren das, glaube ich. 11 Freunde vom Fußball. Ich meine, das kam danach, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aufgeschrieben habe ich das so komisch an der Seite. Also ich könnte jetzt mal mit den 7 Zwergen anfangen. 6. Die Zahl des Teufels und dann die 1, 1, 11 mal Freunde. Sehen, ob der Code stimmt. Der Code war offensichtlich falsch. Okay, 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 okay. Hier ist ein Zahlenfeld. Ich vermute mal, dass sich die Zellentür öffnet, wenn man den richtigen Code eingibt. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die 7 Zwerge gemacht, die Zahl des Teufels und dann die 11 Freunde, ne? Dann fangen wir jetzt mal nochmal mit den 7 Zwergen an. Aber jetzt mit den 11 Freunden. 1. Und die Zahl des Teufels. 6. 6. Mal sehen, ob der Code stimmt. Ja, stimmt wieder nicht, ne? Oh. Oh, edle Prinzessin, ich bin gekommen, euch aus den Klauen des bösen Drachen zu retten. Max! Oh, du mein Held. Schnell, bind mich los. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen? Raus? Ja, raus. Oder wolltest du noch zum Kaffee bleiben? Ich gehe hier nicht raus. Du hast doch gehört, was Shelton vorhat. Ja, hab ich. Aber was sollen wir machen? Shelton sitzt in seinem Turm und da wimmelt es nur so von Wachen. Die werden wir zu zweit wohl kaum mit einem einfachen Bu verjagen können. Dann müssen wir uns eben was anderes einfallen lassen. Nina, das ist Selbstmord. Mein Vater ist bei der UN-Vollversammlung in New York. Okay, das ändert die Situation natürlich grundlegend. Ist zwar immer noch Selbstmord, aber lass es uns versuchen. Erstmal müssen wir hier raus, bevor die Wache zurückkommt. Warte hier. Ohne Kutte kannst du nicht auf den Hof und selbst mit der Kutte würde man deinen knackigen Hintern sofort wiedererkennen. Max? Hier laufen nur Männer rum. Wenn man dich anspricht und du antworten musst, fliegt deine Tarnung auf. Also soll ich hier stehen bleiben und Däumchen drehen? Ich lass mir was einfallen, aber bis dahin bleibst du hier, okay? Ja, aber beeil dich damit. Wir müssen so schnell wie möglich in den Turm und die Sprengung dieses Vulkans verhindern. Ja, okay, da oben sind die Zeitschriften, wo es drin stand, beziehungsweise hier die Bücher. Na, großartig. Der Wärter befindet sich wieder vor dem Gefängnis. Und vor dem Eingang zum Turm ist jetzt auch noch eine Wache.
macht es nicht gerade einfacher, in die Kommandozentrale zu gelangen. Aber angeblich wächst man ja mit seinen Aufgaben. Ja, ganz toll. Wobei, aber das bringt auch nichts, ne? Ich bin gerade am Überlegen. Wir hatten ja da hinten noch einen Alarmknopf. Eigentlich müssten die alle wie die Kaninchen, wenn ich Alarm auslöse, dahin laufen. Aber der Alarmknopf ist natürlich hier hinter. Dementsprechend, ja, wäre das auch nicht so günstig, glaube ich. Gucken, ob wir mit dem nochmal sprechen können. Was ist los mit dir? Du jammerst ja schlimmer als alle russischen Waschweiber zusammen. Warum muss sowas immer nur mir passieren? Was ist denn los? Okay, ich sag's dir, aber verrat's bloß keinem. Keine Sorge, erzähl schon. Mir ist die Gefangene abgehauen. Ach du Scheiße. Ja, schon wieder. Schon wieder? Ja, das ist mir schon mal passiert. Damals in meiner Heimat. Das ist natürlich ärgerlich. Ärgerlich? Das ist mein Ende. Wer stellt denn einen Gefängniswärter ein, dem ständig die Gefangenen ausbüchsen? Genau. Mein erster Job war absolut perfekt. Das Gebäude war sicher und ich hatte den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als Fußball zu gucken und Käsesuppe zu essen. Es war das Paradies auf Erden. Und dann kam Eva. Eva? Nee, die hieß, glaube ich, Nina oder so. Keine Ahnung, wie die damals ausgebrochen ist. Und jetzt bekomme ich hier eine neue Chance und dann sowas. Und als die Tussi hier eingebuchtet wurde, habe ich mir noch gedacht, Spivak, habe ich mir gedacht, die Kleine sieht der Gefangenen von damals so ähnlich. Pass bloß auf, dass die dir nicht auch noch abhaut. Tja, Geschichte wiederholt sich eben doch. Ja, aber jetzt, wo er das sagt, ich meine, ich weiß nicht, ob es die gleiche Stimme war, also der gleiche Wärter, weiß ich nicht mehr hundertprozentig, ist schon eine Weile her, dass wir das aufgenommen haben, aber doch, Käsesuppe kommt mir irgendwie bekannt vor, da haben wir auch irgendwas mitgemacht, glaube ich, das war so ein Gebäude, wo wir in so einem Zimmer waren mit so einer verrotteten Matratze und einem losen Stein oder irgendetwas, da muss er einer der Wärter damals gewesen sein, ach, wie geil ist das denn? Hast du immer noch keine Ahnung, wo die Gefangene abgeblieben ist? Nein. Seit ich den Job hier angenommen habe, versuche ich nie mehr während der Arbeit Fußball zu schauen. Aber dann stand da plötzlich dieser Fernseher und es lief ein Pokalspiel zwischen... Na egal, jetzt ist eh alles aus. Beruhig dich erst mal wieder, wir werden schon eine Lösung finden. Wie wär's mit etwas Fußball? Schon versucht, aber die Batterien des Fernsehers sind leer und Käsesuppe habe ich auch keine. Ja, manchmal ist das Leben echt grausam. Okay, soll ich ihm jetzt Käsesuppe machen? Ah, ja, wir haben doch den Käse. Käse, Bärlauch? Aber mehr haben wir nicht für eine Suppe, oder? Kann ich mal kurz ins Gefängnis? Und dann? Vielleicht hast du was übersehen. Hab ich nicht. Komm schon, lass mich halt mal kurz vorbei. Nein, ich bleib hier sitzen und jammer ein bisschen vor mich hin. Na, großartig. Ich mach mich mal auf die Suche nach der Ausreißerin. Ich glaub's zwar nicht, aber vielleicht hast du ja mehr Glück als ich. Ich bin jetzt am Überlegen, wie wir eventuell Käsesuppe hinbekommen. Also Bärlauch und Käse konnte man, glaube ich, nicht kombinieren, ne? Hoppala. Eine Blumenvase aus Plastik. Aus Plastik, kann man die... Naja, die Vase ist halbwegs sauber, also rein damit. Okay, ja, dann vielleicht können wir das auch da rein tun. Naja, die Vase ist halbwegs sauber, also rein damit. Ja, perfekt, aber wir haben jetzt kein Wasser oder irgendwas, ne? Ich guck nochmal eben, hier haben wir aber auch nichts, wo wir Wasser holen könnten. Wieso kann ich die Hunde benutzen? Ist zwar nur noch eine Ruine, aber zum Rumtragen nach wie vor deutlich zu unhandlich. Ja, ja, dann habe ich das tatsächlich schon mal gemacht. Können wir denn irgendwas damit machen? Kaputt schlagen oder... Echt jetzt? Irgendwie bin ich mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das führt zu Frust und Aggression. Fünf gewalttätige Minuten später. So, jetzt geht's mir besser. Haben wir da eventuell irgendwie so einen Hundenapf oder so? Das verbrannte Holz ist jetzt zwar schön handlich, aber wenn ich das alles einstecke, sehe ich bald aus wie ein Schornsteinfeger.
Und was hat uns das jetzt gebracht? Gar nichts. Da ist nichts mehr übrig, was ich zerstören könnte. Den können wir auch nicht benutzen. Oh. Vielleicht gar keine schlechte Idee, die Spuren meiner Zerstörungswut zu beseitigen. Ah. Trümmersack. Okay. Ja, wir bräuchten nämlich ein bisschen Holz. Das habe ich mir jetzt schon überlegt, um eventuell ein Feuer zu machen für die Vase, ne? Moment, da war... Nee, da war das Fins. Doch, da müssen wir rein, ne? Hi, Nina. Aber hier können wir nicht kochen. Das sieht mir jetzt nicht danach aus. Ein altes Regal. Bin ich wieder hier. Können wir jetzt irgendwas mit der Luke machen? Da geht's in den Keller. Die Luke ist mit einem schweren Vorhängeschloss gesichert. Die bekomme ich nicht auf. Und von den anderen willst du wahrscheinlich auch nicht draufhauen. Nee, geht auch nicht. Achso, mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen hier. Er bewacht den Eingang zu Sheltons Kommandozentrale. Hallo, schönes Wetter heute. Schönes Wetter? Das fängt hier gleich richtig an zu schütten. Mag sein, aber bedenke, dass der Regen genauso Gottes Geschenk ist wie der Sonnenschein. Er lässt die Pflanzen wachsen und spendet dem Durstigen Wasser. Stimmt, du hast recht. Gehörst du zu uns? Ich dachte, du wärst nur eine von diesen stumpfsinnigen Wachen. Wenn ich mich jetzt als Mitglied von Puritas Cordis ausgebe, dann wird das vermutlich recht schnell auffallen. Oder? Wäre es den Versuch wert? Ich taste mich mal langsam vor. Sollte es nicht eigentlich egal sein, ob ich zu Puritas Cordis gehöre oder nur eine Wache bin? Das, was uns Menschen vereint, sind doch Einheit des Herzens und ein fester Glaube. Weise gesprochen, Bruder. Aber jetzt mal unter uns. Wenn du keine Wache bist, wieso kenne ich dich denn nicht? Ich habe extra Fotos aller Anhänger von Puritas Cordis bekommen, die sich hier auf dem Anwesen aufhalten, damit ich keinen Unbefugten einlasse. Aber an dich kann ich mich nicht erinnern. Nimm doch mal die Kapuze ab, damit ich dich besser sehen kann. Ah, keine gute Idee, gar keine gute Idee. Wie komme ich da jetzt bloß wieder raus? Nein, du hast schon recht, Bruder. Offiziell bin ich nur eine einfache Wache, aber ich würde mich euch gerne anschließen. Sehr gerne, wenn du dich etwas gedulden kannst. Pat Shelton hat derzeit viel um die Ohren, aber ich kann dich später gern mal mit ihm bekannt machen. Ich werde auch ein gutes Wort für dich einlegen. Ich fürchte, so viele gute Worte kann er gar nicht für mich einlegen, dass Shelton mich nicht sofort wieder über den Haufen schießen würde. Ja, das wäre großartig. Nur mal rein theoretisch. Was wäre, wenn die Gefangene aus dem Gefängnis geflohen wäre? Dann würde der Wärter, der vor dem Gefängnis steht und für diesen Abschnitt zuständig ist, den Alarmknopf im Gefängnis drücken. Und wenn er das aus irgendeinem Grund nicht tun würde? Oh, das würde er mit Sicherheit. Pat Shelton legt sehr großen Wert auf eine ordnungsgemäße Erfüllung von Aufgaben und jeder hier kennt die Konsequenzen. Aber es könnte doch trotzdem sein. Nein, da kennst du Shelton schlecht. Und selbst wenn, ich gehe hier nicht weg, solange kein Alarm ausgelöst wurde. Sonst bin ich nämlich dran wegen Nichterfüllung meiner Aufgabe. Oh, okay. Ja, ich dachte mir das schon. Euer Anführer ist ein vielbeschäftigter Mann, oder? Ja, derzeit ist es besonders schlimm. Viele öffentliche Auftritte, dazu die Pressekampagne, Fernsehinterviews und so weiter. Er ist wirklich nicht zu beneiden. Dazu kommen einige wichtige organisatorische Sachen. Und dann funken uns ja noch diese Querulanten dazwischen, um die er sich auch noch kümmern musste. Doch egal, wie viel er zu tun hat, er ist immer freundlich und hilfsbereit, hat immer ein offenes Ohr für seine Anhänger. Aber wenn du erst einmal zu uns gehörst, dann wirst du selbst erfahren dürfen, was für ein großartiger Mensch er ist. Ja, ich kann es kaum erwarten. Und er hat ja auch noch diesen großen Plan, den es umzusetzen gilt, nicht wahr? Großer Plan? Welcher große Plan? Na, den mit New York. New York? Was soll das für ein Plan sein? Weiß er wirklich nichts von dem Plan mit der Flutwelle? Aber wie schafft es Shelton dann, diesen Plan umzusetzen? Der organisatorische Aufwand dafür muss doch enorm sein. Wissen die Leute allesamt nicht, was sie da gerade tun?
Ach, ich hatte da nur was von einem großen Plan und dem UN-Hauptquartier in New York mitbekommen. Kann aber auch sein, dass ich mich da verhört habe. Keine Ahnung. Ich weiß von keinem solchen Plan. Aber was genau Shelton in seinem Turm ausheckt und wozu er die ganzen technischen Anlagen braucht, weiß hier eh kaum einer. Aber ich weiß es. Und ich weiß auch, dass ich irgendwie in diesen Turm komme. Und ich weiß erst recht, was ich dann mit Shelton mache. Vertrauen ist bei uns nun mal extrem wichtig. Wir wissen, dass wir unser Schicksal in seine Hände legen können, weil er uns beschützt. Das erfahren wir jeden Tag aufs Neue. Und das ist es auch, was uns zu den glücklichsten Menschen auf Gottes Erden macht. Ja, selig sind die geistig Armen. Aber wer will es ihnen verdenken? Sie suchen einfach nur nach etwas Halt und Sicherheit in einer Welt, die vor Unsicherheit zu zerreißen droht. Wenn wir Shelton aufhalten wollen, müssen wir irgendwie in diesen Turm kommen. Wie ist eigentlich egal. Es muss nur schnell gehen, bevor es zu spät ist. Ja, und ehrlich gesagt würde ich das auch gerne noch wissen, bevor ich die Folge beenden muss, weil wir nämlich auch schon wieder ziemlich knapp am Ende sind von der Zeit her. Wozu ist diese Luke da vorne eigentlich? Da geht's runter in den Vorratskeller. Hinter der Luke ist ein Kohlenschacht. Kohlenschacht? Kann ich da mal reinschauen? Ist eine neue Kohlenlieferung angekommen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Warum sollte ich die Luke dann aufmachen? Ja, stimmt, ist eigentlich nicht nötig. Mist. Aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, ins Haus zu kommen. Ich muss mal wieder meinen Rundgang machen. Wir sehen uns später. Gott sei mit dir. Wir können ihm aber jetzt nicht die Trümmer hier, die ich eigentlich als Feuerholz verwenden wollte. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir jetzt doch keine Käsesuppe mehr machen werden. Die können wir ihm jetzt aber nicht andrehen als Kohle, oder? Ich will nur den Eindruck erwecken, als ob ich hier arbeite. Es reicht also, wenn ich nur so tue, als ob. Und da die Wache die Luke hinterher sowieso wieder abschließt, wäre diese Aktion reine Energieverschwendung für einen ganz bösen Zweck. Das heißt, dass das eigentlich richtig ist und wir das auf ihn anwenden müssen, beziehungsweise ihn damit irgendwie dazu kriegen müssen, die Luke zu öffnen, aber es fehlt noch was. Spontan würden mir da jetzt nur zwei Sachen anfangen. Ja gut, da er ja mit ihm reden muss und so, könnte er nicht da rein. Aber Nina könnte doch normalerweise da rein, oder? Die Frage ist nur, kann ich den Sack irgendwie auf sie anwenden? Hey, ich kann alles nicht mit ihr machen. Irgendwie müssen wir sie doch, weiß ich nicht, verkleidet kriegen? Wenn ich den Sack oben zumachen will, reicht ein einfacher Knoten. Den bekomme ich später wenigstens wieder auf. Wie groß ist denn der Sack? Kann die sich den, keine Ahnung, als Kutte wahrscheinlich nicht machen? Oh, Moment, das geht? Nina, das wird dir vielleicht auf den ersten Blick nicht gefallen, aber ich habe eine Idee. Was willst du mit dem Sack? Du glaubst doch nicht im Ernst. Im Gegensatz zu dir bin ich prima verkleidet. Aber was machen wir, wenn hier jemand reinkommt und dich sieht? Ich weiß nicht, aber ich weiß mit Sicherheit, dass ich nicht in diesen Sack krabbeln werde. Wir könnten einfach von hier verschwinden, aber du willst doch deinen Vater retten, oder? Also müssen wir alles tun, um den Plan dieses kranken Typen zu vereiteln. Und damit uns das gelingt, ist es nun mal unabdinglich, dass sie uns nicht erwischen. Aber... Hast du eine bessere Idee? Nein, aber... Gut, dann rein mit dir, bevor es zu spät ist und sie dich entdecken. Hä? Das ist nicht sein Ernst. Ich dachte, je nachdem wie groß der ist, könnten wir das irgendwie mit der Nähmaschine anpassen oder so. Aber doch nicht, um sie da rein... Ach du Scheiße. Trümmer sagt Nina im Sack. Ja, Moment, Die steht hier und die habe ich gleichzeitig aber auch im Inventar, oder was? Oh Gott. Ich habe den Sack im Lagerraum stehen lassen. Ist sicherer für Nina und schont meinen Rücken. Im Falle eines Falles weiß ich ja, wo ich den Sack finden kann. Muss ich das jetzt irgendwie vielleicht obendrauf machen, damit, wenn der das öffnet,
der denkt, dass das diese Trümmer sind? Nina, ich steck dich jetzt in einen zweiten Sack voller verkohlter Trümmer. Dadurch wird die Tarnung perfekt und dich entdeckt bestimmt niemand. Du hättest ruhig etwas vorsichtiger sein können. Ging nicht vorsichtiger, tut mir leid. Ja, ja, schon okay. Du Scheiße. Oh Gott. Alter, hätte ich jetzt echt... Also so hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich meine, gut, jetzt, wo sie quasi schon im Sack drin war, war es irgendwie logisch, ne? Nina im Sack. Nina im Kohlensack. Ja, was denn nun, Aber muss ich die jetzt mitnehmen oder kann ich jetzt rausgehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich denke mal, ich kann rausgehen und das dann hier drüber machen, oder? Muss ich ihm ansprechen oder reicht das, wenn ich da... Hey, kannst du mal kurz die Luke aufmachen? Okay. Wieso? Ist die Kohlenlieferung da? Ja, sonst würde ich dich ja nicht darum bitten, die Luke zu öffnen. Okay, warte. Ich hol kurz den Schlüssel. Gut, und ich hol dann schon mal den Kohlensack. Lass mich noch mal kurz in den Kohlensack schauen. Wieso? Weil der Chef angeordnet hat, dass alles kontrolliert werden soll, was ins Haus kommt oder das Haus verlässt. Und dazu gehören auch Kohlensäcke? Was soll denn da Gefährliches drin sein? Miss Undercover? Ja, etwas übervorsichtig ist das schon, aber... Hier, schau rein, nur Kohle. Ja, ist okay. Dann rein damit. Ich schütte extra vorsichtig, aber ich kann nur hoffen, dass Nina nicht zu hart fällt. Und falls doch, dass sie wenigstens die Zähne zusammenbeißt und nicht laut aufschreit. Ich werde mal schauen, ob ich ein Fenster zu dem Kellerraum finde, in dem Nina ist. Nina, alles okay? Die Arme. Kann es sein, dass du mich schon immer mal in einen Kohlenkeller werfen wolltest? Ja, mit dir werden auch meine intimsten Träume wahr. Wenn du dir wieder mal so einen Traum erfüllen möchtest, sag bitte vorher Bescheid. Da ziehe ich mir schnell noch gepolsterte Klamotten an. Mach ich. Kannst du was entdecken? Ich schaue mich erst mal etwas um. Lauf nicht so weit weg, falls ich dich brauche. Okay. Okay, ja, es war irgendwie alles in dieser Folge zumindest am Ende ziemlich durcheinander und nicht ganz so, wie ich das jetzt geplant hatte, als ich das angeklickt hatte. Aber wir haben es geschafft. Wir sind drin und hier ist sogar noch ein ganz niedliches Haustier. Ich würde sagen, ich weiß leider nicht, wie lange das jetzt hier hinter noch geht, aber dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge ansehen werden, beziehungsweise spielen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.